Freut mich, dass ihr mit dabei seid. Ich habe mir ein schwieriges Thema für heute ausgesucht, aber ich finde, es ist wichtig. Ich freue mich, wenn ihr alle zahlreich zuhört und vor allen Dingen dabei bleibt. Das Thema ist nämlich kompliziert. Es geht hier um Geldpolitik. Geld ist sowieso ja kein einfaches Thema, aber wenn es dann um Leitzinsen geht, um die Anleihekaufprogramme, die die EZB und auch die Fed hinter sich haben, das im Zusammenspiel mit dem Leitzins wird es eine ganz schön komplexe Angelegenheit. Und die möchte ich mit euch heute Abend ein bisschen durchdeklinieren, denn sie wirkt auf uns alle so oder so. Ob ihr Geld anlegt oder einen Kredit habt, einen Konsumkredit, einen Immobilienkredit, einen Job habt, ob selbstständig oder angestellt, es wirkt auf uns alle auf ganz unterschiedliche Art und Weise und auf ganz unterschiedlichen Kanälen auch. Die Wirkmechanismen sind nicht eindeutig bei der Geldpolitik. Wenn wir über Inflation und Zinsen und Leitzinsen sprechen, wird es immer kompliziert und leider nicht eins zu eins. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr wirklich dabei bleibt. Und ich möchte nämlich ein bisschen ausholen. Und am Ende, damit ihr am Ende auch wirklich versteht, was es bedeutet, wenn die EZB den Leitzins anhebt. Das klingt immer so einfach, ist aber mit einem komplizierten Mechanismus im Hintergrund, so dass es auf euch auf eine ganz bestimmte Art und Weise wirkt. Deswegen, ich hole ein wenig aus. Also, die EZB sagt ja immer, sie ist unabhängig. Die Europäische Zentralbank ist ja eine Notenbank, sie macht Geldpolitik. So heißt das. Notenbank, weil Geldnoten sind Banknoten, ne? Und es gibt die Europäische Zentralbank für den Euroraum und die Fed zum Beispiel, die Federal Reserve Bank für den Dollarraum, ne? Für die USA. Und es ist leider so, dass die Geldpolitik keine 1:1 Wissenschaft ist, also nicht wie in der Physik. Oder in der Mathematik, wo man sagt, 1 plus 1 ist 2, das ist in der Geldpolitik nicht so. Also wenn die Notenbanken dieser Welt den Leitzins anheben oder überhaupt die Zinsen verändern, dann heißt das nicht, wenn sie das tun, passiert genau das. Das ist es eben nicht. Es könnte das und das passieren. Es gibt im Hintergrund immer, schon seit vielen Jahrzehnten, seit 2 Jahrhunderten, glaube ich, sogar immer Theoriestreite. Was passiert, wenn sich die Zinsen verändern? Was passiert, wenn Inflation eintritt? Wie entsteht überhaupt Inflation? Auch da ist sich die Wissenschaft nicht wirklich einig. Sie streiten sich da im theoretischen Unterbau immer noch, obwohl die Theorien 100 Jahre mindestens, wenn nicht sogar älter sind. Die streiten sich immer noch. Daran seht ihr, dass es echt kompliziert ist, ne? Was ist das Hauptinstrument der Notenbankpolitik? Das ist tatsächlich der Leitzins, zumindest in der Eurozone. Und das Ziel, das Hauptziel der Europäischen Zentralbank ist, unsere Kaufkraft, den Geldwert stabil zu halten. Also, dass das Eis heute noch 1 Euro kostet, also heute 1 Euro kostet und vor 2 oder 3 Jahren auch 1 Euro gekostet hat. Das ist damit gemeint, dass also die Kaufkraft unseres Geldes stabil gehalten wird in einer gewissen Range. Das regelt sie hauptsächlich über den Leitzins. Zumindest in der Eurozone war es mal so, dass sie es nur über den Leitzins geregelt hat. Der Leitzins, den legt die EZB in ihrem Direktorium fest. Da reden die darüber, dann legen die den fest. Es ist keine Einheitsentscheidung, sondern eine Mehrheitsentscheidung. Und mit diesem Leitzins dreht die Europäische Zentralbank an der Kreditvergabe, ne? Je höher der Zins in einer Volkswirtschaft ist, also hier im Euroraum, desto mehr müssen ja wir Privaten bei einem Immobilienkredit zum Beispiel zahlen, bei einem Konsumkredit, aber vor allen Dingen natürlich auch die Wirtschaft. Die Wirtschaft muss dann mehr Geld, weil die Banken leihen sich ja Geld von der Europäischen Zentralbank zu diesem Leitzins. Das heißt, weil das Geld haben sie ja hauptsächlich nicht als Eigenkapital, sondern der Eigenkapitalanteil ist ja sehr klein bei den Banken. Die leihen sich ja auch die ganze Zeit Geld. Das heißt, sie müssen der EZB Geld bezahlen und das rollieren sie natürlich an die Wirtschaft und an uns um, ist ja klar. Und sie schlagen ordentlich noch eine Marge drauf. Also, wenn der Leitzins einer Volkswirtschaft hoch ist, ist der Zins allgemein höher und die Banken verleihen dieses Geld zu höheren Zinsen natürlich an die Wirtschaft.
um ein gewisses Ausfallrisiko abzufedern und auch an uns Privatleute. Ne? Und sie verleihen nicht nur das Zentralbankgeld, das ist nur die Basis. Sie haben ja auch eine Kreditschöpfung, eine Geldschöpfung, die packen sie noch oben drauf. Das führt aber jetzt zu weit. Also der Leitzins gibt quasi den Takt vor, den Zinstakt, das Zinsniveau einer Volkswirtschaft. Problematisch wird es, wenn das Zinsniveau einer Volkswirtschaft die Volkswirtschaft so anheizt durch neue Produkte, durch dann höhere, vielleicht eine Vollbeschäftigung, durch steigende Löhne. Also es kommt mehr Geld in die Welt, auch gerade durch die Verschuldung, durch Produktivität. Und wenn das sich nicht die Waage hält, also wenn die produzierten Güter und die Dienstleistungen nicht quasi dem Angebot an Geld in etwa die Waage hält, sondern das angebotene Geld mehr ist als die Waren und die Produkte, ist ja klar, was passiert dann? Angebot und Nachfrage, dann konkurriert das mehr an Geld um die etwas weniger an Dienstleistungen und Waren und die Preise steigen. Das ist so der Grundmechanismus der Inflation. Es gibt noch andere Mechanismen, es gibt noch viele Mechanismen, zum Beispiel die importierte Inflation, das ganz kurz dazu. Das sehen wir jetzt. Die importierte Inflation ist, wenn zum Beispiel Rohstoffpreise wie der Ölpreis durch externe Schocks wie Kriege steigen, durch Verknappung, kommt natürlich die höheren Preise auch zu uns und lässt die Preise logisch ansteigen und damit eben Inflation auslösen. Also unsere Kaufkraft sinkt dann in diesem Bereich. Interessant ist, dass der Leitzins, das wisst ihr ja, seit 2005 im Grunde nicht mehr vorhanden ist. Wir haben seit 2015, nicht 2005 habe ich gerade gesagt, seit 2015 ist der Leitzins, liegt dabei in der Eurozone bei 0%. Vorher lag er ab 2009 bei 1%. Also ihr seht daran, seit 7 Jahren haben wir 0%. Das heißt, seit dieser Zeit und davor eigentlich schon seit 2009 haben wir eine unglaubliche Menge an Geld, die in die Wirtschaft fließt, die zu privaten Haushalten fließt, weil Geld einfach nichts kostet im Grunde, ne? Und so wurden eben kräftig Kredite vergeben und ganz viel neues Geld ist in die Welt gekommen. Aber nicht nur das, nicht nur durch diesen gesunkenen Leitzins ist sehr viel Geld in die Wirtschaft, in die Banken vor allen Dingen. Die Banken haben sich vollgepumpt mit Notenbankgeld und haben eben dann weiter massiv Kredite vergeben. Nein, was die EZB zusätzlich gemacht hat, sie hat Anleihen aufgekauft. Sie hat seit 2010 bis heute, seit 12 Jahren, kauft die Europäische Zentralbank und auch die Federal Reserve Bank Anleihen auf. Die haben 2009, kurz nach der Finanzkrise 2009, angefangen, zuerst Pfandbriefe aufzukaufen und 2010 unter Staatsanleihen in ganz großem Stil. Was heißt das? Wenn ein Staat eine Anleihe begibt, dann borgt er sich ja über die Finanzmärkte, von den Finanzmärkten, also uns, den Versicherungen, den Banken, Geld, um seine Ausgaben zu finanzieren, Infrastruktur zu bauen oder die Sozialkassen am Laufen zu halten. Was die EZB jetzt gemacht hat, sie hat die Anleihe, die sind ja verbriefte Schuldverschreibungen, dass der Staat eben dann das Geld nach 10 Jahren oder 5 Jahren zurückzahlt, inklusive Zins, hat diese Schuldverschreibung, die Staatsanleihen, den Banken abgekauft oder Versicherern abgekauft, aber hauptsächlich Banken abgekauft. Das heißt, die gleiche Summe, die quasi im Markt unterwegs war, wurde nochmal in den Markt gegeben. Denn die EZB nimmt ja kein Geld für den Anleihekauf, was schon mal im Umlauf ist, sondern sie machen das mit neuem Geld. Die EZB hat die Staatsanleihen mit neuem Geld gekauft. Das heißt, bis heute so ungefähr, ich hab's nachgeschlagen. Ich hoffe, ich habe die richtige Zahl bekommen. Bis jetzt hat die EZB seit 2010 bis jetzt etwa 5 Billionen Euro zusätzlich in die Märkte gegeben. Dieses Geld, ja, muss natürlich irgendwo hinfließen, ne? Natürlich, wenn die Staaten dann die Anleihen tilgen, dann fließt dieses Geld wieder zurück. Dann geht das wieder raus aus dem Kreislauf. Aber das dauert, ne? Das dauert. Und die Staaten zahlen den Zins, die sie eigentlich an die Banken, Unternehmen oder Versicherer zahlen würden, zahlen sie dann eben an die EZB. Und die Europäische Zentralbank zahlt dann,
ihre Gewinne, ne? Die Gewinne der Europäischen Zentralbank fließen an die nationalen Notenbanken. In Deutschland ist das die Deutsche Bundesbank. Und die Deutsche Bundesbank schüttet diese Zinseinnahmen anteilig an den Bund aus. Das heißt, der Bund zahlt die Zinsen an die EZB, die kommen über die Deutsche Bundesbank wieder zum Teil in unseren Staatshaushalt zurück. Und wenn ihr jetzt mitgedacht habt, dann könnt ihr unter anderem einen Punkt sehen, wer profitiert von diesen extrem hohen Anleiheankäufen und von den niedrigen Zinsen. Das sind in erster Linie die Staaten, die massiv profitiert haben, weil das Zinsniveau niedrig gehalten wurde. Sie konnten sich verschulden, um die Banken zu stabilisieren, Finanzkrise, um die Eurokrise 2018 zu stabilisieren, um die auch 2014, 15 hatten wir auch schon mal eine Eurokrise, Pandemie, die Pandemiekosten zu stabilisieren. Die Anleihen sind fast risikolos, wenn Staaten, gerade in den süddeutschen Ländern, Griechenland oder Italien, Anleihen aufgeben, müssen die, die das Geld den Staaten geben, im Grunde kaum Angst haben, dass die ausfallen, die Anleihen. Denn die EZB kauft die Anleihen ja sowieso aus. Das heißt, die EZB nimmt das Risiko, dass vielleicht die Staaten Zahlungsschwierigkeiten bekommen könnten, nimmt sie auf ihre Bücher. Das heißt, es ist fast risikolos, Staatsanleihen zu kaufen, weil die EZB sie mehr oder weniger sowieso dann in ihre Bücher nimmt und die, die erstmal das Geld geben, eben ihr Geld wiederbekommen. Hauptsächlich die Banken. Das ist ein ganz, ganz interessanter Zusammenhang, dass eben die EZB vor allen Dingen diese Risiken der Staaten, dass die Anleihen ausfallen könnten, also die Staaten sie nicht mehr zurückzahlen können, auf ihre Bücher nimmt. Profiteur sind auch die Banken, ne? Die kriegen die ganze Zeit Liquidität zu null, vergeben sie an uns weiter zu einem, ja, Zins, Immobilienzins, Konsumkreditzinsen, Dispokreditzinsen liegen zwischen 8 und 13%, obwohl sie sich für 0% ausleihen können. Was die Banken damit machen, sie entschulden sich nach und nach. Sie rollieren ihre teuren Kredite, die sie früher vor der Finanzkrise aufgenommen haben, rollieren sie um in billige Kredite, die nicht mehr so viel kosten und sanieren sich darüber. Also die Anleihekäufe und die niedrigen EZB-Zinsen sind quasi ein Konjunkturprogramm sowohl für die Staaten der Eurozone als auch für die Banken. Denkt das mal bitte weiter mit, behaltet das im Kopf. Die Wirtschaft hat natürlich dafür profitiert, dass sie niedrige Zinsen bekommen haben für Projekte, die sie hatten, Innovationen angekurbelt worden, die Startups, die gegründet worden sind in den vergangenen Jahren, haben alle davon profitiert. Wir VerbraucherInnen über niedrige Konsumkredite, über wahnsinnig niedrige Immobilienkredite, ne? Das ist das, was uns diese Zinspolitik der EZB gebracht hat. Heißt zusammengefasst, die EZB hat in den vergangenen 12 Jahren wahnsinnig viel Geld in die Wirtschaft gegeben. Die Banken haben es durch zusätzliche Verschuldung nochmal verstärkt und nochmal erhöht, die Summe. Und es ist doch interessant, dass das viele Geld eigentlich gar nicht auf die Verbraucherpreise durchgeschlagen sind in den vergangenen Jahren. Die Inflation ist stabil geblieben. Die war um die 2%. Mal 0,2, mal 0,5. Aber sie war wirklich so fast in den vergangenen 12 Jahren immer unter 2%. Wo ist denn das ganze Geld hingekommen? Na? Wer Aktien von euch hat, ihr guckt ja hier zu, viele werden bestimmt investiert sein. Die Aktienkurse sind gestiegen, weil das Geld angelegt werden wollte. Anleihen haben ja kaum noch Zinsen gebracht, Tagesgeldzinsen. Es gab ja kaum quasi risikoarme Geldanlagen, weil es kaum noch Zinsen gab. Auch nicht in den USA, wo die Fed schon 2015 den Leitzins dort langsam angehoben hat. Also haben viele Versicherungen, Investoren, Großinvestoren und natürlich wir auch Aktien gekauft. Da ist das Geld hingeflossen. Deswegen sind die Aktienkurse in den vergangenen Jahren so massiv, auch so massiv gestiegen. Oder auch die Immobilienpreise. Was glaubt ihr, warum so viele Leute günstig Immobilien kaufen können, beziehungsweise Immobilien nachfragen zu immer höheren Preisen, weil sie sich fast ja, für 1%, für 2% langfristig verschulden konnten? Das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Und
Jetzt hat das, jetzt kriegt das so langsam aber den anderen Dreh. Die Aktienkurse sind Übermaß gestiegen. Durchschnitt ist eigentlich 6 bis 8%. Wir haben in den vergangenen Jahren teilweise Steigerungen von 15, 16, 20% gesehen bei den Aktienkursen. Das ist ein völlig überhitzt gewesen. Und die Immobilienpreise wisst ihr selber, ne? Ihr merkt das vielleicht bei, ihr merkt das bei euren Mieten. Die sind auch, die haben ja mit angezogen, ne? Da ist ein Großteil des Geldes hingeflossen. Und der Verbraucherpreisindex, der die, ich sag mal, die statistische Inflation misst, der ist relativ stabil geblieben. Ihr kennt ja, die Inflation wird ja anhand eines Warenkorbs gemessen, also die offizielle Inflation wird anhand eines Warenkorbs gemessen. Und da sind zwar die Mieten auch teilweise mit berücksichtigt, aber das läuft einige Jahre verspätet erst in diesen Warenkorb hinein. Aktien sind nicht mit drin und Immobilienpreise direkt auch nicht. Während die Aktienkurse und zum Beispiel die Immobilienpreise direkt im statistischen Warenkorb für die Inflation erfasst, hätten wir schon viel früher viel höhere Inflationsraten gesehen. Auch ein Theoriestreit, ein Praktikerstreit zusätzlich, den die Europäische Zentralbank mit der Deutschen Bundesbank führt, mit den Statistikämtern und natürlich mit der Politik. Die Politik mischt bei in all diesen, was ich jetzt gerade genannt habe, mischt sie überall ganz stark mit. Wenn ihr jetzt sagt, okay, die Inflation, die jetzt angeschoben worden ist bei den Verbraucherpreisen, ist ja hauptsächlich verursacht durch den Krieg, durch das Ölembargo. Das hat die EZB ja irgendwie alles gar nicht sehen können, dass das jetzt von außen quasi zu uns kommt und dass jetzt tatsächlich die Inflation ansteigt und zwar drastisch. Na, ihr wisst es ja, in diesem Monat sind wir, glaube ich, bei 8, bei 9%. Im vergangenen Jahr waren wir bei 7 oder 8. Das heißt, die Notenbank, die hätte ja gar nicht schon früher mal gegensteuern müssen oder brauchen oder können. Oder das kommt jetzt irgendwie so überraschend mit dem Krieg. Da kann ich euch bloß sagen, nein, kommt es nicht. Und ich möchte euch auch sagen, es ist keine Verschwörungstheorie. Es ist, die EZB hat es abgesehen, natürlich, dass irgendwann die Inflation kommt. Irgendwann kommt der Auslöser und dann bricht sich die Inflation in verschiedenen Wegen ihre Bahn. Ich möchte euch mal was sagen, das Inflationsziel war bis zum vergangenen Juli 21, 2021. Das Inflationsziel war immer nahe, aber unter 2%. Das ist festgehalten in dem Vertrag über die Arbeitsweise. Ich muss ja hier ein bisschen spicken. Über dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union in Artikel 282 ist das festgelegt. Der Verbraucherpreisindex, wo der stehen soll, also die Inflationsrate. Ne? Die Preisstabilität wird definiert als Anstieg des harmonisierten Verbraucherpreisindex, also der offiziellen Inflationsrate, für das Euro-Währungsgebiet von unter 2% gegenüber dem Vorjahr. Preisstabilität muss mittelfristig gewährleistet sein. Das ist das Hauptziel der Europäischen Zentralbank, das Inflationsziel. 2003 hat das eine Revision erfahren und da hat man dann gesagt, unter, aber nahe 2%. Das ist das Inflationsziel der EZB gewesen. Die EZB hat die ganze Zeit massiv, seit 2009 massiv Geld in die Märkte gegeben. Die EZB kann sich an zwei Fingern ausrechnen. Irgendwann kommt dieses Geld zurück. Natürlich haben die das gesehen in Aktienkursen. Natürlich haben sie es gesehen in den Immobilienpreisen. Und trotzdem haben sie sich nicht bewegt. Sie haben sich bewegt. Im Juli 2021 haben sie ihr Ziel verändert. Ganz klein wenig, aber sehr entscheidend. Nach Auffassung des EZB-Rates hieß es dann im Juli, sei Preisstabilität am besten zu gewährleisten, indem mittelfristig ein Inflationsziel von 2% angestrebt wird. Mittelfristig 2%. Nichts mehr unter nahe 2%, sondern mittelfristig 2%. Das heißt, alles über 2% kann ein paar Jahre hingenommen werden. Das war im Juli 21. Jeder, der das damals mitgekriegt hat, wusste, okay, wir laufen tatsächlich auf die Inflation zu. Und die EZB wird lange nichts tun, wenn wir solche höheren Inflationsraten bekommen. Und genau das hat sie auch gemacht. Die Inflation kam. Und sie wartet und wartet. Sie hätte schon, wenn das frühere Ziel gelten würde, die Inflationsrate
unter nahe 2% stabil zu halten, hätte sie schon seit Monaten den Leitzins anheben müssen, um Preisstabilität zu gewährleisten. Das hat die Europäische Zentralbank nicht gesagt, nicht getan. Sie haben es immer weiter geschoben mit sehr seltsamen Argumenten. Und warum haben sie das gemacht? Ja, erinnert euch an vorher, um die Staaten weiter zu entlasten, um ihre Zinszahlungen niedrig zu halten, um die Liquidität der Banken zu sichern. Deswegen hat man das immer weiter niedrig gelassen. Jetzt aber muss sich die EZB tatsächlich bewegen, ne? Weil sonst steht ihre Unabhängigkeit und ihre Glaubwürdigkeit total auf dem Spiel. Sie will jetzt die Anleihekäufe stoppen, na? Und im Juli kommen die Beratungen über die Leitzinsanhebung auf 0,25%. Aber die EZB muss jetzt tatsächlich reagieren, sonst wird vielleicht so für Normalmensch auch offensichtlich, dass die EZB nicht mehr, dass die EZB nicht unabhängig ist. Die EZB ist abhängig von der Politik und stützt die europäischen Länder mit ihrer Geldpolitik, obwohl das nicht ihr Mandat ist. Im Moment erwartet sie eine Inflationsrate von 5,1% für dieses Jahr und im nächsten Jahr von 1,9 und von 2,1 habe ich heute gelesen für 2024, wo ich mich frage, woher sie jetzt diese Ideen nehmen, dass die Inflationsrate so niedrig sein wird, das weiß ich nicht. Warum die EZB nicht wirklich unabhängig ist, möchte ich noch zwei Sätze dazu sagen, bevor ich dazu komme, was das für euch bedeutet und auf was ihr euch einstellen müsst. Die EZB ist meiner Meinung nach nicht mehr unabhängig, schon lange nicht. Sie hat ihre Unabhängigkeit spätestens 2009 über Bord geworfen, indem sie angefangen hat, Anleihen, Staatsanleihen aufzukaufen, weil damit hat sie wirklich eine indirekte Staatsfinanzierung vollzogen. Weil damit das Zinsniveau wirklich stabilisiert wurde auf ein fast risikoloses Niveau für AnlegerInnen, also für Versicherungen und vor allen Dingen für die Großbanken. Die Staaten haben sich unglaublich viel durch den niedrigen Zins, durch den Nullzins, unglaublich viel Geld gespart an Zinstilgungen. Da geht es um richtig, richtig hohe Milliardensummen. Genau, und sie haben den Banken den Arsch im Grunde gerettet, weil die Politik war nicht in der Lage, nach 2008 den Banken wirklich höhere Eigenkapital. Sehe ich gerade mein Videos angehalten, jetzt mal wieder da. Also, die Politik hat damals es nicht durchgesetzt, 2008 wirklich die Banken ein Korsett anzulegen, wo sie dem Volke dient, also uns, dem Gemeinwohl dient. Das hat die Politik nicht gemacht, aber die Banken waren hochverschuldet, sie waren insolvenzgefährdet. Die EZB hat den Job gemacht, indem sie die Märkte geflutet hat mit Geld, geflutet hat, indem sie den Banken im Grunde gratis Geld zur Verfügung gestellt hat, womit die machen konnten, was sie wollten. Die EZB hat den Banken den Arsch gerettet und damit auch der Politik den Arsch gerettet, ne? Weil sie wahnsinnig viel Geld gespart haben. Im Teilen uns damit den Arsch auch gerettet, aber ich sage immer, sie haben die Probleme verschoben. Und damit kommen wir zu den Konsequenzen. Denn was bedeutet das Ganze jetzt für dich, wenn die EZB jetzt den Leitzins anhebt, weil die Inflation bei 8 oder 9% steht? Was es erstmal für uns alle bedeutet. Also, ich gehe davon aus, dass die Preise erstmal hoch bleiben werden. Ich weiß nicht, wie die EZB darauf kommt, dass wir nächstes Jahr, was habe ich gesagt, 1,9% 2023 bekommen. Ich weiß nicht, woher, was da großartig sinken soll innerhalb dieser kürzesten Frist. Was jetzt schon angezogen hat, die Immobilienkredite werden auf jeden Fall teurer werden und natürlich die Konsumkredite werden auch teurer werden. Also die Dispozinsen werden steigen und Konsumkredite werden auch steigen. Also na, sowieso finde ich weg, Finger weg von Konsumkrediten, was im Zuge dessen in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich hinterher folgt, ist, dass die Immobilienpreise auch tendenziell sinken werden. Das ist gut für die vielleicht sich eine Immobilie kaufen möchten, aber schlecht für die, die eine Immobilie verkaufen möchten, ne? Was jetzt schon definitiv zu sehen ist, wenn ihr investiert seid, habt ihr ja sowieso wahrscheinlich in diesen Tagen und Wochen relative Schnappatmung. Die Aktienkurse sind ja wirklich,
gerade so. Und das ist auch genau der Punkt. In den USA steigen die Leitzinsen, in der Eurozone werden sie jetzt auch steigen. Das heißt, die Großinvestoren fangen an, umzuschichten. Sie verkaufen Aktien, ziehen sich aus dem Aktienmarkt zurück und schichten das Geld lieber in risikoärmere Anleihen um, in Anleihen oder dann in Festgelder, wo es dann wieder Zinsen darauf bekommt. Na? Das ist ein ganz wichtiger Mechanismus und das Geld wird auch nach und nach aus den Märkten herausgezogen. Das heißt, es wird auch nicht mehr so viel Geld in Umlauf sein, der investiert werden kann. Deshalb sinkt auch tendenziell die Nachfrage nach Aktien, wenn die externen Schocks wieder verdaut sind. Das wird bleiben. Das heißt, stellt euch auf niedrigere Renditen, Realrenditen ein. Diese 10, 12, 15% vom Marktdurchschnitt her, die werden wir in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich nicht sehen. Ich bin kein Orakel, das ist meine Meinung, was ich jetzt gerade sage. Wir werden das in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich nicht sehen, auch im Zusammenspiel mit dem Umbruch der Wirtschaft, mit dem Umbau der Energiesysteme. Da werden einige Branchen hohe Innovationen haben, mit Sicherheit auch hohe Wachstumsraten, aber der Gesamtmarkt wird nicht so stark wachsen von den Aktienkursen und den Aktienpreisen, wie wir das in den vergangenen Jahren gesehen haben. Na? Anleihen werden wieder attraktiv. Da können wir, ich würde noch ein, zwei Jahre warten, ein Jahr mindestens warten, dann können wir auch wieder in Anleihen investieren. Bis jetzt war ja das Zinsänderungsrisiko durch die Notenbanken einfach viel zu groß. Aber das geht langsam wieder und wir werden vielleicht wieder Zinsen auf unsere Tagesgeld- und Festgeld- und Konten sehen. Was die Banken nicht mehr begründen können, ist das Verwahrentgelt. Na, mit steigendem Leitzins fällt das Argument weg, sie müssten bei der EZB ja einen negativen Einlagezins bezahlen, den sie zum Teil ja auch zahlen mussten, aber viel geringeren Maße, als sie uns das glauben machen wollten. Das heißt, dieses Argument fällt komplett weg. Das Verwahrgeld muss gestrichen werden, verliert absolut seine Berechtigung. Das sind so für uns die großen Auswirkungen. Bei den Banken ist es so, dass die Banken nicht mehr so liquide werden, weil die Anleihekäufe fallen ja weg und der Leitzins steigt. Das heißt, wenn die Banken sich bis jetzt nicht von ihren alten toxischen Krediten befreit haben, dann werden sie in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr ein Problem bekommen, weil die Liquidität einfach nicht mehr so groß ist von der EZB, von der Notenbank. Das heißt, sie müssen wieder untereinander sich mehr Geld leihen. Das heißt, sie müssen sich wieder mehr vertrauen. Also, wir werden sehen, es kann sein, dass einige Banken ins Wackeln kommen. Die Bankmargen werden sehr wahrscheinlich sinken. Also, wir werden sehen. Die Umsteuerung intern der Banken wird teurer werden. Wir werden sehen, welche Bank gut über diese Runde kommt, über diese Hürde kommt und welche Bank vielleicht ins Strauchen gerät. Bei den Staaten ist es so, dass die Verschuldung wieder teurer wird. Ist klar, ne? Wenn die Leitzinsen steigen, die Kaufprogramme gestoppt sind, dann müssen die Staaten wieder mehr Zinsen zahlen. Das heißt, die Staatshaushalte werden belastet. Und die südländischen Länder, die also wirklich schon hochverschuldet sind, werden am Markt Schwierigkeiten haben, sich neu zu verschulden. Sie werden höhere Zinsen zahlen müssen, weil ihr Risiko, dass sie es nicht zurückzahlen, das Geld, ja steigt. Weil die EZB als Ausfallübernehmende, ne, die das Risiko trägt des Ausfalls, ja wegfällt, weil sie kauft ja die Anleihen nicht mehr auf. Was das ausmacht für den deutschen Staat zum Beispiel, ich habe mir mal rausgeschrieben, der Bund hat zum Beispiel zurzeit eine Verschuldung von 1,4 Billionen Euro. Ich hoffe, ich habe die Zahl richtig gefunden. Sie kommt mir fast zu wenig vor. 1,4 Billionen Euro Staatsschulden zurzeit ohne bestimmte Zusatz- und Sondervermögen. Und sie hatten den Zinskostensatz 2008 von 4,2%, einen Zinskostensatz 2020 von 0,97%. Das heißt, hier ist echt eine ganz hohe Spanne. Und da seht ihr, wie viel Milliarden wir uns gespart haben durch die Politik der EZB, niedriger Zins und massive Anleihekäufe. Und das ist nur bei uns so. Bei Griechenland zum Beispiel ist das ja ganz genauso. Dort haben die das zum Entschulden genommen. Wenn das jetzt wegfällt, ja,
Ich hoffe, wir haben dann nicht schon wieder einen Haircut irgendwie vor der Tür stehen. Deswegen wird die EZB auch langsam den Leitzins nur anheben. Aber die Anleihekäufe sind erstmal weg. Ich bin gespannt, was das verändert in der Staatsverschuldung in der Tat. Bei der Wirtschaft könnte es passieren, dass weniger investiert wird, also dass sich vielleicht in einigen Bereichen auch das Wirtschaftswachstum oder die Tendenz, die Konjunktur aufrecht und hoch zu halten, tatsächlich einbröckelt, obwohl ich immer davon ausgehe, wenn ich als Unternehmerin eine tolle Idee habe, dann setze ich die auch um, auch wenn ich jetzt einen Zins von 2% zahlen muss oder 3% zahlen muss, ne? Aber vielleicht sitzt die Freude, sich zu verschulden, nicht mehr ganz so stark. Also bei der Wirtschaft bin ich mir nicht so sicher, wie die Leitzinsanhebung und auch die Anleihekäufe wegfallen, sich auswirken werden, weil wir einfach aktuell so große Umbrüche haben. Ne? Wir müssen die Energie zu ersetzen, erfordert ganz andere Investitionssummen, als wir das in der Vergangenheit gesehen haben. Also das ist gerade, ihr merkt das, ne? Wir haben ganz viele Aufgaben vor uns. Nicht nur den Banken den Arsch zu retten, ganz viele Aufgaben vor uns. Wir müssen die Gesellschaft in Teilen umbauen, gerade die Wirtschaft auf andere Energieformen umbauen. Wir brauchen jetzt ganz viel Geld. Und jetzt haben wir so eine gegenläufige Reaktion. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Es gibt natürlich noch wahnsinnig viel Geld in der Welt, das wisst ihr selber. Es gibt unglaublich hohe Vermögen, Milliarden von Dollar und Euro, die bei einzelnen Menschen liegen oder in Händen von großen Konzernen, die könnte man natürlich nutzen und sie in andere Formen der Wirtschaft, in den Umbau der Wirtschaft umlenken. Das ist ein Gedanke. Was noch ein Gedanke ist, Geld an sich wird ja jetzt teurer, das sich Leihen von Geld, aber wenn der Leitzins steigt, steigen natürlich auch die Zinsen auf Guthaben. Das heißt, ins Euroland wird im besten Falle auch Geldkapital fließen, was hier angelegt wird. Damit stabilisiert sich der Eurokurs, denn wenn eine Währung nachgefragt wird, dann steigt ja ihr Kurs. Und ich hoffe, dass damit der Euro stärker wird, sodass die hohen Preise, zum Beispiel für Öl oder für Gas oder für andere Rohstoffe, nicht mehr ganz so stark ins Gewicht fallen. Also ein steigender Zins könnte einen kräftigeren Euro nach sich ziehen, was sich positiv auf das Preisniveau auswirken könnte. So, das sind so die ganz großen Linien. Wie die Zinsänderung, die Leitzinsänderung sich auswirken könnte, um die Verbraucherpreisinflation ein wenig einzufangen mit allen möglichen zusätzlichen Wirkungssträngen, die sich darum sortieren. Es gibt aber dann noch jetzt eine zweite Runde. Wenn ihr die ganze Zeit mit dabei wart und mitgedacht habt auch, habe ich euch ja gesagt, dass die Regierungen, dass wir tatsächlich in den nächsten Jahren wirklich sehr, sehr viel Geld brauchen werden. Ne? Ich will jetzt gar nicht von diesen 100 Milliarden für Deutschland, das Militärbudget reden. Wir brauchen ganz andere Summen, um die Energiesysteme umzubauen. Das heißt, die Regierungen werden Geld benötigen, auch in den südländischen Ländern. Es könnten also auch Steuererhöhungen auf uns zukommen. Ne? Es könnten Vermögensabgaben auf uns zukommen. Es wird über den Lastenausgleich gesprochen. Ich habe heute gerade mit dem Kollegen gesprochen, der sprach davon, dass das Gesetz zum Lastenausgleich verändert worden ist oder verändert werden soll. Das habe ich heute noch nicht nachgelesen. Aber das ist auch so ein Punkt. Das heißt, das Geld, was in der Welt ist, wird in Teilen auch abgeschöpft werden müssen, um es umzulenken, ja, unsere Wirtschaft in Teilen anzupassen. Also auch das kann auf uns alle zukommen, auf die, die Vermögen haben. Also nicht, wenn du ein kleines Häuschen hast, dann wird es nicht auf dich zukommen. Aber ab einer gewissen Größenordnung, die ich jetzt nicht kenne, wird es auch auf dich zukommen. Okay, ganz schön viel geredet jetzt. Das ist wirklich ein komplexes Thema mit ganz, ganz vielen Implikationen. Und was ich einfach feststelle, ist, dass vieles, was ich von der Europäischen Zentralbank lese und höre von Christine Lagarde, ist immer nur so die halbe Wahrheit. Die eigentliche Wahrheit wird selten angesprochen, weil sie immer darunter liegt und weil sie mit den Regierungen etwas zu tun hat.
Ich weiß nicht, ob ich es vorhin gesagt habe, die Europäische Zentralbank ist nicht wirklich unabhängig, denn wer bestimmt denn die Direktoren, die im EZB-Rat sitzen? Die Direktoren sind die Chefs oder Chefinnen der nationalen Notenbanken. Wer bestimmt denn diese Chefs und Chefinnen? Die Regierenden. Also unsere Regierung, das Kabinett, wählt den Notenbankchef, die Notenbankchefin der Deutschen Bundesbank. Früher war es Jens Weidmann. Ich muss zu meiner Schande gerade gestehen, dass ich den Nachfolger gar nicht kenne. Jens Weidmann. Und er war früher ja Regierungssprecher. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Auf jeden Fall sehr regierungsnah oder Wirtschaftsberater von Kanzlerin Merkel. Er ist dann Deutsche Bundesbankchef geworden und er saß im Direktorium, hat die Inflationsrate bzw. den Leitzins mitbestimmt und hat die Inflationsrate bewertet. Jens Weidmann hat ja den EZB-Rat bzw. die Deutsche Bundesbank, die Präsidentschaft vorzeitig aufgehört, zurückgetreten. Ich könnte mir vorstellen, weil er diese Anleihekäufe, gegen die er tendenziell immer war, wohl nicht mehr mittragen konnte und weil ihm dieses ständige Warten und vielleicht auch dieses im Juli, dieses Verschieben des Inflationsziels, also nahe unter 2%, was man aufgegeben hat, auf 2% und drüber, was wirklich ein Paradigmenwechsel war, ein ganz, ganz krasser Paradigmenwechsel, dass er das wahrscheinlich nicht mehr mittragen konnte und wollte, weil er wirklich ein Deutschbanker durch und durch ist. Also ein deutscher Bundesbankbanker, muss ich sagen. Bundesbankbanker, also sehr auf Preisstabilität fixiert. Was du jetzt draus machen kannst, mein Rat wäre, versuch dich wirklich gesund aufzustellen bei deinem Geld. Also, guck, dass du wirklich keine Schulden hast, also keine Konsumschulden möglich, zahl es möglichst schnell zurück, mach da einen sauberen Schnitt und lass es, nimm keine Konsumkredite auf. Bei deinen Immobilienkrediten, guck, dass du entweder jetzt schon Vorwartdarlehen machst, wenn du bald umschulden musst, und stell dich auf jeden Fall wieder auf höhere Immobilienkreditzinsen ein, aber vielleicht auch auf sinkende Preise, das werden wir sehen. Und vielleicht kannst du auch höhere Löhne in der nächsten Zeit durchsetzen wegen der Inflationsrate. Wichtig ist aber auf jeden Fall, wenn du in Aktien-ETFs oder in Aktien auch anlegst, stell dich bitte darauf ein, dass wir so hohe Wachstumsraten bzw. so hohe Renditen wie in den vergangenen Jahren nicht mehr sehen werden. Werde demütig in dem Punkt. Manche haben es ja sehr überdreht, gerade auch in der Finanzblogger-Szene haben es einige ganz schön überdreht. Versuch dich davon ein bisschen zu distanzieren. Sei demütig, sowieso immer wichtig, glaube ich, bei der Geldanlage, demütig zu sein. Stell dich auf 5% Normalrendite, Realrendite, 4% ein. Alles, was darüber ist, fein. Aber ansonsten rechne eher mit solchen Zahlen als mit 8% plus real. Okay, das wäre mein Wort zum Montag. Insta Live mit der Geldfrau zu einem wirklich schwierigen Thema. Es lag mir aber irgendwie auf dem Herzen, auch dazu mal was zu sagen. Es gibt dazu unglaublich viel zu erzählen. Ich habe auf meinem Blog auch einiges geschrieben. Ich werde euch das nochmal verlinken. Wenn ihr eine Frage habt noch, gerne jetzt ran, gerne reinschreiben. Ich habe jetzt gar nicht auf Fragen geguckt, aber die meisten von euch haben eh zugehört. Es ist ein breites Thema, ein großes Thema, wo mit Sicherheit viele da draußen sind, die sagen würden, nee, also EZB, deine Geldfrau, das sehe ich aber ganz anders. Ja, und das ist eben auch genau dieser Streit. Manche sehen es so, manche sehen es so. Und ihr sollt euch dann eine Meinung bilden, ist total schwierig. Ist wirklich in dem Punkt wirklich schwierig, weil es eben so viele Implikationen hat und weil es so viele Dinge auslöst und eben nicht auslöst und weil sehr viele Menschen da draußen sind und sehr viele Institutionen, die nicht sagen, wie sie wirklich davon profitieren. Also, da sind auch wahnsinnig viele Interessenskonflikte, die in der Notenbankpolitik, in der Leitzinspolitik mit eine Rolle spielen. Deswegen ist es wirklich schwierig abzuschätzen. Okay, ich guck mal. Denkst du, die 5% auch bei ETFs im Durchschnitt? Ja, Janina, ich würde mich
Ich würde mich eher darauf, also bei den großen Weltindizes, ne? Nicht bei Sektor-ETFs. Bei Sektor-ETFs kann es anders sein, aber es kann natürlich da auch deutlich drunter liegen, deutlich drüber liegen. Aber ich denke, so der Gesamtmarkt, Industrieländer, würde ich mit nicht mehr als 5% tatsächlich real im Schnitt rechnen. Ja, eher drunter. Ich habe auch so ein bisschen quer gelesen. Also der große, der Chef des Staatsfonds von Norwegen rechnet sogar nur mit 3 bis 4% Realrendite weltweit auf die weltweiten Märkte. Also, und ich glaube, da kann man schon nicht drauf hören. Darum geht es ja nicht. Er hat ja auch keine Glaskugel. Aber sich zumindest seelisch und moralisch drauf einstellen und mit seiner Liquidität und Anlageplanung, ja, das drauf eingehen. Na, darum geht es ja. Okay, Cassis. Ah, danke, Cassie. 00. Ja, ich habe mein Bestes gegeben. Danke dir. Okay, Janina. Okay, fein. Dann wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns irgendwann auf meinem Kanal. Ihr wisst ja, ich habe einen Blog geldfrau.de und hier auf Instagram. Ich freue mich, wenn ihr in der Community rege mitdiskutiert. Und weil Geld ist einfach ein wichtiges Thema, es durchfließt alles. Und es stehen in der nächsten Zeit große Umbrüche uns bevor beim Geld, Stichwort Bargeld, Stichwort digitale Euro, Kryptogeld. Also steht da wirklich einiges, kommt einiges auf uns zu. Und wir müssen den Kopf oben behalten und uns die richtigen Gedanken machen.